willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der RC Warlord und ja, ich habe mal mein Deckchen ausgeschüttelt. Wie im vorhergehenden Video schon erwähnt. Zwar nicht hier im Keller, ja, es wäre ein bisschen ungünstig. Ja, was steht heute noch an? Ich hole das Teil mal bei. So, da ist er. Die Kabel machen wir gleich mal ab. Mein Sorgenkind. Aber so viel Sorgen bereitet er mir ja gar nicht mehr, weil wir haben ja eingestellt bekommen. Ja, was machen wir heute? Also, gestern war ich auch wieder mal auf YouTube unterwegs. Wie gesagt, es ist ja meine Sache. Das ist ja eigentlich das Einzige, was ich noch mache. So, mich im YouTube aufhalten oder in YouTube. Also, die meiste Zeit meiner freien Zeit, sagen wir es mal so. Ja, und ihr kennt ja nicht nur alle meinen Kanal und ich denke mal, jeder von euch kennt auch den Kanal vom Laser von hier aus. Schöne Grüße, Laser. Ja, ihr habt ja gesehen, Laser hat genau denselben Motor wie ich auch, den Z28R von LRP. Und er hat damit auch Probleme, ja, okay. Bestimmt nicht so derbe Probleme gehabt wie ich, aber halt auch Probleme, dass er nicht richtig gelaufen ist. Diese Probleme habe ich ja auch und in diesem Video vor 5 Tagen, glaube ich, oder wann das war, wo wir dann mit dem Teil mal gefahren sind. Ich habe ihn ja Gott sei Dank eingestellt bekommen. Geht ja ganz gut eigentlich, ja. Bloß richtig zufriedenstellend ist die ganze Sache ja nicht ausgegangen und außerdem ist er danach auch immer wieder ausgegangen. Erst gefahren, eine ganze Zeit, dann ging es und dann ging das wieder los. Angemacht, wollte losfahren, aus. Ja, anfanglich hatte ich ja festgestellt, dass es an dem Vergaser liegt. Ich werde jetzt natürlich nicht hergehen, wie auch beim Laser. Ja, ich will ja hier keine Videos kopieren, ist ja ganz klar. Ihr habt das beim Laser gesehen, wie er es sauber gemacht hat. Super Sache. Was ich ganz geil fand, war der Hinweis, mit was er die Teile sauber gemacht hat. Darauf bin ich schon nie gekommen. Das finde ich ganz gut. Das werde ich jetzt hier bei diesem Vergaser auch tun. Ja? Und zwar mit Waschpulver. Und dann schauen wir mal, wie die Teile sauber werden. Okay, Ultraschallgerät habe ich natürlich hier nicht. Habe ich in der Firma ein großes. Weiß ich noch nicht. Vielleicht nehme ich den Vergaser auch mit in die Firma und schmeiße ihn da mal ins Ultraschallbad. Muss ich mal schauen. Da habe ich auch noch diverse Zusätze, die man in das Ultraschallbad mit reinmachen kann. Also da werden die Teile richtig clean. Wie gesagt, da geht sogar das Eloxat ab von den Zylinderköpfen, wenn man das länger drinne lässt. Ja. Also das geht schon richtig heftig zur Sache. Aber das wollen wir ja nicht. Ja, auf alle Fälle, wie gesagt, Ende des Videos oder Ende von dieser Fahrt mit meinem Ex-Overheater oder Dark Shadow, wie ich ihn halt immer jetzt nenne, war ja Fakt, dass der Vergaser wieder verdreckt war. Ich das ja gemerkt hatte und dann sowieso noch meine Fernbedienung abgespackt ist. Ja, da ging ja auch nichts mehr. Ja, nichtsdestotrotz wollen wir heute mal den Vergaser ausbauen. Das wollen wir auf alle Fälle mal machen. Dann hat mir noch der Marcel geschrieben, Spritschläuche verdreckt. Ich hatte das Auto neu aufgebaut, ja, wisst ihr ja, habt ihr ja auch vielleicht gesehen, die Videos. Und also komplett demontiert, alles gereinigt, hier die Aluteile halt lackiert, ja. Und natürlich auch neue Spritschläuche genommen. Kann also eigentlich an den Spritschläuchen nicht liegen, ja. Wenn man da auch reinguckt, die sind also blitzblank. Mich wundert es halt, und auch wenn ich in diesen komischen Tank, gucke, ja. Ja, mein Gott, okay, da sind vielleicht ein paar, also Schmutzpartikelchen, vielleicht ein paar kleine drin. Aber das hat ja nichts zu sagen. Da drin sitzt ein Sinterfilter. Der hält das auf alle Fälle ab. Da brauchen wir uns gar keinen Gedanken machen. Das ist so, das ist Fakt. Ja, nichtsdestotrotz habe ich halt das Problem, dass der Vergaser halt wieder schmutzig ist und der Motor dadurch keinen Sprit richtig bekommt und mir das Ding andauernd ausgeht. Jetzt wollen wir heute mal den Vergaser reinigen
Ich werde das heute mal auch mal mit Waschpulver machen. Wird es danach auch, okay, mit einem Ultraschallbad, wie ich schon gesagt habe, habe ich halt hier zu Hause nicht die Möglichkeit. Ist auch nicht so tragisch. Ich kriege den auch so blitzblank. Und ja, da wollen wir das jetzt mal ausbauen. Mein Kumpel No Rockets on My Channel hat mir auch nochmal einen Tipp gegeben. Das hatte ich auch schon ins Auge gefasst. Ich bin mir aber nicht sicher, ja, ob das sein kann. Ob es was mit dem Auspuff zu tun hat. Ja, dass der Auspuff zu ist, meint mein Kumpel. Sag ich, ja, ein Auspuff zu. Ja, also ich habe noch nie was davon gehört, dass so ein Auspuff von so einem RC-Verbrenner dicht ist. Also nicht ganz dicht, sondern vielleicht ein wenig, dass nicht genug Druck entsteht, um den Sprit durch den Tank zu drücken. Also einen gewissen Überdruck zu erzeugen, um dadurch halt den Sprit in den Vergaser zu drücken. Das ist ja das System dieses Verbrenners. Das Auto läuft, die Abgase oder der Druck dieses Abgases, ja, entweicht ja auch über diesen Schlauch in den Tank und durch diesen Überdruck, der dann auf das Gemisch drückt, drückt sich halt der Sprit in den Vergaser. Dadurch, ja, bekommt das Auto ja seinen Sprit. Bei einem normalen PKW, wisst ihr ja selber, da ist eine Pumpe verbaut, ja, eine Spritpumpe, Benzinpumpe, Spritpumpe, Benzinpumpe, die erledigt das beim normalen PKW, ist ja beim Verbrenner nicht verbaut oder nicht vorhanden, also muss ja anders da dafür gesorgt werden, dass der Sprit in den Brennraum gelangt oder erstmal in den Vergaser. So, ja, ist natürlich, weiß ich nicht, ja, der Tank ist natürlich, ich habe das Auto ja gebraucht gekauft, ja, ich weiß jetzt nicht, ach Gott, wie alt das Auto ist, ich habe keine Ahnung. Ja, vielleicht liegt es auch an dem Sinterfilter, dass der verstopft ist, keine Ahnung. Aber wenn ich mir den so angucke, der sieht göldend aus, so wie es halt sein muss. Aber nichtsdestotrotz, Leute, wollen wir heute mal hergehen. Ich werde das Teil mal rumdrehen. Und ich werde auf alle Fälle mal den Auspuff abschrauben und mal in den Auspuff blasen. Ich könnte auch mal hier reinblasen, aber ich weiß nicht, ob das so toll ist. Ich möchte eher lieber mal da hinten reinblasen und hier zuhalten. Das werde ich auch tun. Ja, und wir wollen natürlich den Vergaser abbauen und den mal richtig reinigen. Weil das ist schon so eine Sache, was ich halt auch nicht verstehe, Leute. Ja, ey, das Auto ist bei mir noch nie richtig gelaufen. Und auch hier diese Schläuche, ja, die sind zwar drauf, aber die sind halt, ja, ich weiß halt nicht, ja, schon sehr locker eigentlich. Aber hier sitzt es sehr fest drauf. Und hier, naja, das reicht eigentlich, ja. Weil ich mir gedacht habe, vielleicht auch, wenn die Schläuche nicht vielleicht zu dünn sind, ja, zu dünn, eine zu großen Durchmesser haben und zu leicht da drauf gehen, dass dadurch vielleicht auch ein gewisser Druck entweichen könnte. Aber das sind alles so Spekulationen. Ich sag, bestimmt liegt es nur an der Kleinigkeit. Könnte wetten. So, dann wollen wir da erstmal einen Klopferle machen. So, ist der jetzt schon gelöst oder nicht? Ja, ein bisschen. Ja, ist er. So. Also der O-Ring hier, wie ihr seht, der ist natürlich nur 1A in Ordnung. Wir können jetzt auch nochmal bei Licht das alles auseinanderbauen. Das werden wir jetzt auch gleich nochmal machen. Und zwar hier vor Ort. Und ja. Da können wir mal reinleuchten. Ja, gut. Der Motor ist neu. Ja, wie gesagt, der ist 3, 4. Also ich sag mal, wenn der 5-mal gelaufen ist, ja, 5-mal oder 6-mal. Also wirklich, 5, 6-mal mehr ist das Ding noch nicht gelaufen. Also ich brauche den Motor nicht auseinanderzunehmen. Ja, das ist totaler Käse eigentlich. Ja. Werde ich auch nicht machen, weil es am Motor definitiv nicht liegt. Da bin ich mir sicher. Bloß, worüber ich natürlich auch gelächelt habe, ja,
Alle heben diesen Z28R oder den LRP-Motor so hoch, ja, aber jetzt zum mal ganz, ganz ehrlich, Leute, ja, LRP-Motor, neu gekauft, ja, viermal gezogen oder so, ich weiß nicht, ob ich darüber ein Video gemacht hatte, ist mir ja direkt der Seilzug abgespackt, ja, und jetzt, gestern gucke ich das Video, ja, vom Laser. Und was erzählt er mir? Ja, sein Seilzug ist auch schon abgespackt. Ja, also erzählt im Video, der Feder gebrochen. Ey, Leute. Ja, also ganz ehrlich. Ja, egal was ich für einen Motor von Force hatte oder von HPI. Ja, da ist mir das nicht passiert. Ja, dass man einen Seilzug reißt. Ja, ganz klar. Ist auch nichts gegen zu sagen. Ja. Und ich sag jetzt mal, wenn ihr neu in das Hobby einsteigt und vielleicht das erste Auto habt und das noch nicht so drauf habt, sag ich mal, mit dem Starten, ja, und ihr da, was weiß ich, 1-2 Stunden probiert, das Ding anzuziehen und habt hier schon überall Blasen, ja, dass dann vielleicht so ein Seilzug mal abspackt, ist auch klar, ja, weil dann hat er schon seinen halben Zenit eigentlich erreicht, ja. Aber, dafür, dass dieses Auto von mir erst, was weiß ich, der Seilzug 50 Mal gezogen worden ist, ey, da darf eigentlich, oder beim dritten, vierten Mal darf hier nichts passieren. Echt? Ich habe mir Gott sei Dank nochmal flicken können, ja, aber das ist einfach, also ich weiß ja nicht, und beim Laser, Feder gebrochen, ja, das sagt mir doch auch aus, dass das mit dem Vergaser, ja, nicht so der Bringer, mit dem Seilzug nicht so der Bringer ist, ja, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht habe ich auch nur Pech, ja, weil über den Motor möchte ich nichts sagen, weil ich habe ja gemerkt jetzt hier von der Einstellung her oder wo er gefahren ist, also da ist schon ordentlich Dampf dahinter und ich denke schon, dass man mit dem Motor viel Spaß haben kann, wenn er halt dann mal läuft, ja, aber gut, am Motor liegt es ja definitiv, am Motor wird es nicht liegen, da bin ich mir eigentlich relativ sicher, ja. Wir bauen den jetzt mal auseinander, den Vergaser. Und dann gucken wir mal. Wie gesagt, mit meinem Tank. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle werden wir nochmal hergehen und werden... So, werden nochmal diesen Auspuff hier abmachen. So, den werden wir jetzt erstmal abwischen und dann werden wir da mal reinblasen. Vielleicht... Hat ja mein Kumpel recht? Ich weiß es nicht. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, also so ein Reso, ja, da ist ja nichts weiter drin. Ja. So, sorry, da kam gerade Besuch. Ja, also wie gesagt, Leute, ich habe hier reingeblasen und halt hier mal zu. Da ist also nichts verstopft oder so, ja. Dem ist nicht so. Hätte mich auch sehr gewundert, aber man muss hier, sage ich mal, alles mal ausschließen. Jetzt muss ich den natürlich da auch wieder drüber kriegen. Das wird so nicht funktionieren. So ist besser. So, okay, hier stopfen wir jetzt mal, bevor da natürlich irgendwelcher Dreck reinfliegt oder so, eine Mücke, ja, auf jeden Fall was rein. So, ja, der Nachteil hat mir natürlich auch der Marcel gesagt, reinige das Teil doch mal mit Ultraschall, ist eine gute Sache, aber... Hat er auch nicht ganz unrecht. Es kann natürlich sein, dass dieser Sinterfilter, der da drin ist, ja, weil das ja eigentlich nur so, ja, so eine Bronze ist, so Bronzebrocken, die gepresst sind, kann natürlich sein, dass durch dieses Ultraschall, ja, dieser Sinterfilter zerfällt. Ja. Das kann natürlich passieren. Deswegen ist das immer so eine Sache, ob man das überhaupt da machen soll. So, den stellen wir jetzt mal weg. Okay, gehen wir mal in den Vergaser, schrauben den mal auseinander und gucken da mal rein. So, ein kurzer Cut für euch. Für mich ein bisschen länger. Erstmal
meinen ganzen Kram hier weggeräumt. Entschuldigung. Ja, ich hole euch am besten mal ein bisschen näher ran. Ta-da-da-ta. Ta-ta. Ja, ein bisschen weiter weg wäre besser. So vielleicht. Ah. 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 So ist vielleicht nicht schlecht. So. Dann machen wir das Ding jetzt mal auf. Also, Dreck. Wie gesagt, muss man danach ein bisschen mehr Weite. So. Ja, ist vielleicht besser. So, jetzt habe ich natürlich wieder keinen. Geht auch die Spitzzange. Erstmal hier die Nadel mit dem O-Ring. Wobei ich halt hier auch weiter nichts an Schmutz sehe. Das ist halt. Aber naja, das hat ja nichts zu sagen. Ach so, einen kleinen Imbus bräuchte man noch. Einen kleinen Imbus. Hier ist er. Machen wir nochmal ab. Na. So, also da sehe ich jetzt an Schmutz schon mal nicht allzu viel. Ja, der O-Ring sieht eigentlich noch gut aus. Ich kann hier auch weiter nichts erkennen. An Schmutz. Auch nicht an dem Schiebe. Das Einzige, wo halt wirklich Dreck drin war, das war auf alle Fälle hier, das hat man gesehen. Nun gut. Ja, ich werde mir jetzt mal eine Schüssel holen mit warmem Wasser und Waschpulver. Oh, ich war sehr wahrscheinlich wieder nicht im Bild, gell? Das tut mir leid. Ich mache euch mal ein bisschen weiter weg. So, ich mache hier mal einen kurzen Cut, hole mir mal ein kleines Tupperteil mit Waschpulver und heißem Wasser. Und ja, dann legen wir die ganzen Teile da drin mal ein. So Leute, hier bin ich wieder.
Also, ich habe natürlich wie der Laser kein WD-40, aber das ist auch vollkommen irrelevant, ja, ob ihr jetzt WD-40 habt oder normalen Rostlöser. Der schmiert genauso gut, wobei ich sagen muss, dass diese Teile, denke ich mal, auch dieser Schieber eigentlich nicht rosten können. Okay, diese Schrauben, da bin ich mir nicht sicher, das ist nur gehärteter Stahl, denke ich mal, die könnten auf alle Fälle rosten. Bin ich mir aber auch nicht so sicher. Aber nichtsdestotrotz, wir werden das... wir ziehen uns auch ein paar Handschuhe an. Wobei ich da nicht so... ja. Hier haben wir halt jetzt das kalte Wasser. Das warme Wasser. Das Einzige, was wir machen könnten, und das werden wir auch tun, wir werden die O-Ringe abmachen. Weil die müssen das ja. Ihr seht wieder nichts, gell? Ich kann mal versuchen, ob ich die Kamera so vielleicht noch ein bisschen weiter runterstellen kann. So. Dann schmeißen wir den ganzen Kram mal da rein. Ach, naja, die Unterlegscheiben hier, die wollte ich jetzt eigentlich nicht da reinwerfen. Weil. Aber egal. Mal den Gummi. Die Nadeln. Ja. Also so viel dreckig war der Vergaser jetzt wirklich nicht. Also ich habe da weiter jetzt nichts gesehen. Aber nichtsdestotrotz machen wir den mal sauber. Wie gesagt, weil dieser Sitz innen drinne war halt doch ein bisschen schmutzig. Und natürlich, wenn, dann schmeißen wir alles rein. Rühren das nochmal ein bisschen um. Weichspüler habe ich jetzt natürlich nicht reingemacht. Ah, ihr seht wieder nichts. Sorry, Leute. Ich habe es wieder voll verpeilt. Ja. So. Ja, dann kommt es halt immer noch drauf an, was du für Waschpulver verwendest. Weiß ich natürlich nicht. Aber es wird auf alle Fälle sauber, ja. Natürlich mit einem Ultraschallbad natürlich noch wesentlich besser. Aber der Vergaser hat ja jetzt nicht viel Dreck gesehen bei mir. Und jetzt auch dieses Teil jetzt zum Beispiel, Leute, kann natürlich überhaupt nicht rosten, weil dieses Teil aus Aluminium besteht und ja, da passiert da gar nichts. So, ich denke, das ist schon okay so. Ja, aber man merkt auch an den Handschuhen, wenn man so schmiert, dass das schmierig ist. Und das ist der Beweis dafür, Leute, wenn ihr jetzt zum Beispiel was auf den Fingern habt und das ist so schmierig an Reinigungsmitteln oder sonstiges, da merkt ihr, dass da auch Lauge drin ist. Ja? Lauge ist natürlich auch ein Fettlöser. Ja, ganz klar. Bei uns in der Firma... Ganz extrem, wir haben ja im Keller für unsere ZIP-Reinigung, also um die Leitungen, Rohrleitungen, sage ich mal, zu reinigen und die Maschinen zu reinigen, haben wir ja unten im Keller bei uns in der Firma große Tanks stehen mit Natronlauge und mit Salpetersäure. Und wenn man halt da arbeitet oder sonstiges und ihr kriegt so Lauge auf den Finger, dann... Leute, ihr könnt da Wasser drauf machen, wie ihr wollt, das schmiert. Bis ihr Lauge runter habt, ist einfach, das ist Wahnsinn. Das dauert ewig. Ja. Säure ist kein Problem,
Aber Lauge ist da schon ein Problem, weil Lauge halt extrem schmiert, ja, und das, und bis Lauge erstmal, weil bei Säure ist es ja so, ihr bekommt Säure auf die Haut und das brennt sofort. Also Säure reagiert sofort mit der Haut oder mit, egal wo das halt drauf kommt. Und bei Lauge ist das ein eher schleppender Prozess. Und wenn ihr dann, sage ich mal, bei Lauge einen Schmerz merkt, ist es schon zu spät, weil dann hat sich die Lauge schon in eure Haut gefressen. Sprich, ihr habt einen schwarzen Punkt, ja, und ein Loch. Und es ist zu spät. Ja. Das kann dann also nur noch wieder rauswachsen. Also mit Laugen und sonstigen Sachen, wie zum Beispiel, der Leser hatte absolut recht, auch hier bei Waschpulver oder was weiß ich, ist echt nicht zu spaßen. Ja. Und man sollte wirklich Handschuhe und solche Sachen auf alle Fälle anziehen. Ja, Leute, ich werde jetzt mal in die Werkstatt gehen, werde das jetzt alles mal ein bisschen abblasen mit meinem Kompressor und erst dann nochmal abwaschen. Und ja, ich mache mal hier einen Cut und wir sehen uns gleich wieder.